Hallo ihr Lieben, ich dachte mir, ich nehme euch mal durch unseren allerletzten Tag im Jahr 2017 noch ein bisschen mit. Jo, was wir so am letzten Tag vor Silvester, also vor Neujahr machen oder an Silvester eben. Und ja, es ist im Endeffekt also eigentlich nichts großartig Besonderes. Wir machen heute keine Party oder irgendwas. Wir sind in kleinster Familie zusammen. Das heißt, der Kleine wird irgendwann ins Bett gehen und wir machen einen gemütlichen Abend auf der Couch. Also so total unpartymäßig. Aber was soll man machen mit kleinem Kind ohne Babysitter? Also von daher bleibt uns nicht so viel übrig. Und die meisten Freunde von uns haben gerade dasselbe Problem. Das heißt, entweder wollen sie Party machen oder haben ein kleines Kind zu Hause. Also von daher, nächstes Jahr wird es vielleicht ein bisschen interessanter, unser Silvester. Aber wir machen uns das jetzt ganz gemütlich mit gutem Essen und so. Und wie gesagt, vielleicht nehme ich euch einfach ein bisschen mit durch den Tag. Wie gesagt, ganz viel passieren wird nicht, aber ich zeige euch, was es zum Essen gibt. Und jo, jetzt mache ich erstmal Wäsche. Ja. Letzten Tag des Jahres muss man nun mal waschen, es bleibt einem nichts anderes übrig. Und jo, der Kleine ist gerade aufgewacht, das heißt, ich werde den jetzt auch gleich mal holen. Und dann wollte ich heute noch ein bisschen was sortieren und aufräumen und ja, so irgendwie den Tag heute rumkriegen. Und ja, aber jetzt erstmal Wäsche rein und Haushalt schmeißen. Ich wollte euch mal schnell zeigen, was bei uns momentan in die Waschmaschine kommt. Und zwar kommt zum einen, verwende ich echt das sehr gerne, von Aldi Süd ist das, das Color, Ultra Color Waschmittel. Und da habe ich auch das normale sozusagen für weiße Wäsche. Und dann kommt bei uns immer Essigessenz rein. Das funktioniert wahnsinnig gut. Man riecht es auch nicht oder so. Aber dafür, ja, es ist einfach super gegen die Keime und dann stinkt die Wäsche auch nicht komisch. Also das kann ich euch wärmstens empfehlen, wenn ihr oft so eine müffelige Wäsche habt. Unbedingt Essig rein. Und für den guten Geruch ein ganz klein wenig Weichspüler. Ich verwende das auch eher selten. Und bei Simons Wäsche eigentlich so am besten gar nicht. Aber für unsere Wäsche kommt oft ein bisschen was rein. Also so eine halbe bis Viertel der Kappe. Und da habe ich den von Ecova, glaube ich, spricht man es. Und den mag ich sehr, sehr gerne. Genau, und das kommt jetzt in die Waschmaschine. Und wir waschen auch Kuscheltiere heute mal mit. Weil die nämlich total voll gesaut sind. Und voll gesaut. So, und jetzt zu damit und anschalten. Der junge Mann hier hat mich gerade geschimpft, weil der Christbaum nicht an war. Jetzt musste ich ihn anschalten. Übrigens sieht der dieses Jahr so aus. Und steht auf unserem Sekretär in der Ecke. Ui, jetzt ist er nämlich an und das ist total schön, gell? Simon findet es toll. Und ich habe mich so ein bisschen spezialisiert auf so Gold, Bronze und so champagnerfarbene Christbaumkugeln und ein paar ja, Christbäumchen und Strohsterne hängen dran. Und jetzt möchte hier jemand Aufmerksamkeit. So, und deswegen für euch noch ein bisschen Geglitzer und ich gehe jetzt kuscheln. Also ich würde mal sagen, es scheint heute dezent die Sonne. Ich sehe nichts mehr. Aber es ist so schön draußen gerade. Damit ich nicht blind werde, drehe ich lieber die Kamera. So, der kleine Mann möchte nicht kuscheln, habe ich gerade festgestellt. Und ich glaube, er hat nämlich Hunger. Und deswegen werde ich jetzt mal irgendwas zum Essen warm machen. Go? Ja, wir sind momentan nämlich wieder Gläschen-Junkies. Also das ist er momentan wieder am besten. Der wechselt irgendwie ständig. Also einmal mag er nur gekochtes, einmal mag er nur Gläschen, einmal mag er gar nichts und einmal mag er nur trinken. Machen eure Kids das auch? Das ist total spannend. Das ist immer was Neues. Gell, jetzt haben wir gerade wieder die Gläschenphase. Und ganz rote Augen, weil er voll in die Sonne guckt. So. Der junge Mann beobachtet gerade zusammen mit der Katze die Nachbarn. Weil die nämlich draußen gerade Drachen steigen lassen. Das ist so spannend. Plumps. Genau. Dann fahren wir eine Runde hin und gucken weiter. So, bei uns gibt es wie gesagt jetzt was zu machen. Und da gibt es wahnsinnig fein ein Hipgläschen. Und mit einer Hand muss ich ein bisschen aufpassen, dass der junge Mann mir hier nicht das Glas umschmeißt. Übrigens mal ganz kurz eine totale Löffelempfehlung. Und zwar die da von, ich weiß es gerade nicht. Nubi oder so ähnlich, glaube ich, meine ich. Genau, das sind unsere absoluten Lieblingslöffel. Simon hat auch einen, weil Simon muss immer einen eigenen Löffel haben. Also die sind echt toll. Vor allem, die sind so schön groß vorne. Da hat viel Platz für große Kids. Und nachdem momentan Simon auch wieder ab und zu gefüttert wird, ist das sehr praktisch, gell? Also er isst jetzt auch schon selber. Aber bei so Gläschen würde das nicht schief gehen. Ich bekomme übrigens auch gerade was zum Essen.
Und zwar ganz schnell ein Mövenpick Birra-Müsli. Das ist tatsächlich echt lecker. Und hat nicht so viel Fett wie die meisten Birra-Müsli aus dem Becher. Ja, wie gesagt. Ich schaue immer, dass ich auch etwas esse, wenn Simon was isst. Also ich habe gemerkt, dass wenn ich etwas esse, dass Simon besser isst. Komm. Jo. Und deswegen versuche ich auch immer nebenbei was zu essen. So, aber mit einer Hand füttern ist echt ein bisschen schwierig. So, nachdem ja das Mittagessen halt ziemlich spät ist, hatte der junge Mann auch einen Bärenhunger und hat jetzt einfach mal das ganze Glas gelöffelt. Das ist bei Simon eine Seltenheit. Also normalerweise lässt er mindestens ein Viertel übrig. Genau, aber jetzt langt es ja noch langsam, nachdem hier der ganze Tisch schon voll Spielzeug ist. So sieht es bei uns irgendwie immer aus, wenn wir essen. Es scheint dermaßen die Sonne, dass ich beschlossen habe, wir müssen jetzt dringend noch ein bisschen raus, wir beide. Weil es einfach viel zu schön ist, um in der Wohnung zu sein, um die ganze Zeit den Haushalt zu schmeißen. Das ist eigentlich irgendwie Quatsch. Also wie man sieht, es ist auch völlig überbelichtet, weil gerade die Sonne so scheint. Genau, deswegen ziehen wir das an und gehen eine Runde raus. Jo, und Simon putzt noch ein bisschen die Bude oder räumt um, je nachdem, wie man es nimmt. Genau. Ja, die muss ich jetzt erst noch einfangen, damit wir raus können. Weil der versucht gerade, mir mit meinem IKEA-Besen abzuhauen. So, wir waren jetzt gerade die ganze Zeit draußen und der junge Mann hat mit den Nachbarskindern gespielt und Drachen steigen haben wir lassen. Und jetzt mussten wir die Hose ausziehen, weil die total nass war an den Füßen unten. Und jetzt braucht er mal irgendwas Neues zum Anziehen, der junge Mann. Und dann werden wir langsam wahrscheinlich für heute Abend schon herrichten, denke ich mal. Ja, genau. Jetzt hat er gerade den Schubladen wieder aufgemacht. Schön was. Wir genießen gerade unseren Panoramablick. Da wird schon ein bisschen geböllert und Simon, der wird ja definitiv um 12 dann hoffentlich schlafen. Ich hoffe sehr. Ich bin auch mal gespannt, ob er weiter schläft. Naja. Und jetzt möchte er gerne hoch. Hoch möchte der junge Mann. Was ist los? Genau, und deswegen muss man es mal gucken. Die Mama wird jetzt dann langsam mal das Abendessen herrichten. Für den Papa und die Mama, gell? Mal gucken, was der da zum Abendessen kriegt. Der hatte nämlich jetzt gerade eine Obstmahlzeit, hat gerade eine halbe Banane vernichtet, eine halbe Pflaume und noch ein bisschen Kaki. Gell? Selber gegessen, ganz fleißig war er. So, ich bin gerade wieder beim Wäscheaufhängen. Ja, in der Küche habe ich jetzt gerade erst aufgeräumt, das heißt noch nichts verdammt hergerichtet, aber wir sind eh zu zweit, deswegen mache ich mir da jetzt auch gar keinen Stress und mache jetzt lieber mal die Wäsche. Und ja. Der Kleine liegt gerade mit dem Papa in der Hängeschaukel. So verbringt die ganze Familie seine Zeit im Bad. Nö, geht auch. Babu. Was auch immer Babu heißt, also wir vermuten, Babu heißt Hallo. Simon redet noch nicht, aber Babu heißt wahrscheinlich Hallo. Und jetzt wird hier gerade das Bad unsicher gemacht, gell Simon? Habe ich schon mal gesagt, dass ich das mit diesem Fenster hier wahnsinnig hübsch finde. Das ist diese IKEA-Laterne und dann habe ich hier das vor Ewigkeit mal geschenkt bekommen mit diesen Bäumen. Und dieses Windlicht habe ich jetzt, ich glaube, bei Rossmann letztens entdeckt. Ganz günstig und ich finde es so süß. Und das ist hier bei meiner Spüle. Und hier ist eben meine Orchidee. Ist alles so schön mit diesem Weiß. Schaut so gemütlich aus. So, ich bin gerade in den Abendvorbereitungen und mache gerade eine Raclette-Soße. Also das ist so meine absolute Lieblingssoße zum Raclette. Das ist, falls es euch interessiert, einmal zwei Teile Ketchup, ein Teil Mayonnaise, ein kleines bisschen Sojasauce, ja, ein bis zwei Knoblauchzehen, ein Ei und, wie man sieht, Basilikum. Und so mache ich meine Lieblingssoße immer. Und das wird jetzt ordentlich verrührt. So, die Soße ist fertig und schaut jetzt so aus. Ja, die ist einfach mega lecker. Also falls ihr mal Raclette oder Fondue macht, kann ich euch das echt empfehlen. So, mein Mann, der bringt gerade den Kleinen ins Bett, weil der war jetzt extrem müde, weil normalerweise ist er schon bis 7, 8 wach, aber heute hat er keinen zweiten Schlaf gemacht und dann geht er meistens schon so um 7 ins Bett. Und jetzt ist es ja 6:45 und er war nicht mehr zu halten. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt gerade beim Zeugschnipseln. Und jetzt werden wir gleich den Tisch decken und dann, jo, werden wir mal essen und dann wahrscheinlich auf die Couch. Mal gucken, was wir heute noch machen. Aber wie gesagt, mit meinem Mann in trauter Zweisamkeit und der junge kleine Spatz, der darf schlafen. Ich hoffe, der wacht nicht auf um 12. Weil bei uns böllern sie schon immer ordentlich und vor allem auch ganz schön lang. Und würde mich mal interessieren, wie das bei euch so läuft mit den Kids, ob die dann um 12 wach werden.
Ja, ich bin nämlich da jetzt mal sehr gespannt, weil letztes Jahr war er doch noch so klein, dass es ihn nicht gestört hat. Aber jetzt wacht er oft eigentlich auf, wenn nachts irgendwie die Sirene läutet oder irgendwas. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt. Und so sieht es bei uns gerade aus. Ich habe noch Gemüse geschnipselt, die Soße. Das ist noch gefrorener Käse von Weihnachten, den wir heute noch aufbrauchen. Dann Fleisch und Kartoffeln, zwei Sorten. Das eine sind normale und das sind maronenartige Kartoffeln. Hat mein Mann auch irgendwo gekauft. Ich bin mal gespannt, wie die schmecken. Genau. Und jetzt werde ich noch Pute aufschneiden. Und dann, ja, war es das soweit gerade. Der Tisch ist endlich gedeckt. Und auch wenn es bloß für uns zwei ist, sollte es ja doch ein bisschen festlich sein. Also ich finde, es ist uns doch ganz gut gelungen. Und jetzt gibt es ein gemütliches Raclette. Und wahrscheinlich Fernsehen. So was man so mit Kind einfach eigentlich nicht macht. Und nachdem der im Bett ist, nutzen wir das mal aus. Im Übrigen haben wir uns jetzt in einen absoluten Home-Look geschmissen. Also ganz gemütlich, couchfähig. Und jetzt nicht ordentlich hübsch oder irgendwas. Aber ganz ehrlich, macht ihr das anders, wenn ihr zu zweit seid an Silvester? Ich hoffe nicht. Also wir beenden das Jahr so, wie das Neue dann nicht anfangen darf. Mega gesund. Das sind so Dinge, die wir uns das ganze Jahr eigentlich nicht leisten, ne? Und jetzt, ne, zu Silvester gibt's sowas. Ob wir jetzt noch wirklich Hunger drauf haben, ist die andere Frage. Aber mal schauen. So, Kind schläft noch trotz Geballer draußen. Also schauen wir mal, ob das heute so funktioniert mit dem Schlafen. Und wir sind jetzt auf der Couch gelandet. Na, Mietzi? Sagst du auch noch Tschüss? Tschüss im letzten Vlog 2017. Oder beziehungsweise im ersten Vlog 2018. Die alte Dame sitzt nämlich auch gerade bei uns und draußen wird schon wieder geschossen. Wir sind immer noch am Fernsehen. Die Snacks werden langsam weniger, wobei diese komischen Popcorn hier absolut nicht unser Fall sind. Popcorn mit Karamell und Salz schmeckt aber leider nicht gut. So, und ansonsten sitzen wir hier. Kind schläft nach wie vor. Und ja. Langsam wird's 12.